Hallo zusammen und willkommen zum Fensterchen Nummer 16 unseres Bauhauskalenders. Und heute haben wir uns einem wunderbaren Objekt, den Satztischen, auch eines Klassikers gewidmet. Den gibt es in wunderbaren verschiedenen Farben, sehr, sehr schön detailverarbeitet. Tipps rund ums Zeichnen, wie man das auch mal perspektivisch löst, in unserem aktuellen Buch. Oder natürlich alle Infos rund um das Gewinnspiel auf unserem Instagram-Kanal. So, und hier geht's auch schon los. Wir skizzieren das Ganze mal leicht vor. Beginnen mit einem der Tische, mit der Grundform und erarbeiten das perspektivisch aus. Und das Ganze dann mal zum zweiten. Das heißt, man merkt, es ist ganz leicht. Hinten gibt es den zweiten Fluchtpunkt. Das Ganze wird dann hier Stück für Stück aufgebaut. Dritte und dann kommt nochmal der vierte, also immer wieder größer. Die kann man zusammen vereinen, also untereinander schieben, ineinander schieben, besser gesagt. Und das Ganze merkt man, es ist gleich perspektivisch. Und jetzt gehen wir hier ins Detail, skizzieren so die kleinen, feinen Details, die man da sieht. Arbeiten hier die Form aus. Hier die kleinen Bereiche. Und das Ganze mit den Markern in den verschiedenen Farben, wie es auch so, wie die Tische angelegt worden sind, bearbeiten wir das auch immer mit der flachen Seite, damit kann man so ein bisschen einfacher skizzieren. Von unten aus, also da, wo der Tisch sozusagen ineinander geschoben wird, verschwindet, nehmen wir einen weiteren Farbton und hier sieht man dann nochmal den anderen, hellsten, und mit dem Bleistift, den kann man so sehr, sehr, sehr schön feine, knackige Konturen zeichnen. Skizzieren wir dann die anderen Bereiche aus. Und man sieht schon, wie schön es aussieht, wenn das Ganze ausgearbeitet ist. So, mit sehr vielen kleinen Details, schnellen Strichen kann man eine sehr schöne Atmosphäre in der Zeichnung schaffen. Wir mixen gerne Bleistift und Marker zusammen. Also man sieht hier die feinen Detailstriche. Ihr könnt natürlich einen normalen Bleistift, also wir benutzen gerne so einen, das ist ein sehr weicher, aber auch gleichzeitig auch so einen kleinen gewissen Härtegrad Druckbleistift. Man sieht auch so die Reflexe, die Konturen kommen sehr, sehr gut hervor, und schnell ist eine Skizze damit auch erledigt. Ihr habt wirklich in wenigen Minuten ist es gemacht. Für euch natürlich jetzt die spannende Frage, was von welchem Designer ist das? All das dazu natürlich auf unserem Gewinnspiel auf der Instagram-Kanal schaut, und ja, vielleicht gewinnt ihr eine der wunderschönen Preise. Wir freuen uns, und übrigens vielen lieben Dank für die netten Zuschriften von euch, für die Kommentare. Danke, 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 und alles Gute. Bis dahin, euer Akademie-Ruhr-Team.